Diese 3D-Brille hilft, neue Autos zu entwickeln. In der 3D-Cave der Ford-Werke in Köln-Merkenich werden Fahrzeugentwürfe mit modernster Technik dreidimensional dargestellt und um den Benutzer herum auf 4 Leinwände projiziert. Je nach Position und Blickrichtung des Betrachters ändert sich auch die Darstellung auf der Leinwand. Mithilfe von Controllern, wie man sie auch von der Spielkonsole Wii kennt, kann man mit dem virtuellen Auto interagieren, Lenkrad und Spiegel einstellen, testen, wie weit man sich nach rechts lehnen muss, um das Handschuhfach zu öffnen. Dadurch können viele Fehler im Design schon erkannt werden, bevor überhaupt ein erster Prototyp gefertigt wird. Es fängt zum Beispiel an mit einem Radarsystem, das mittlerweile State of the Art ist, wo die verschiedenen Sensoren, die verschiedenen Kamerasysteme integriert sind und leider aus technologischen Gründen sind diese Bereiche noch relativ groß. Und hier können wir ausprobieren, je nachdem wie diese Kamerasysteme angeordnet werden, was die Größe oder wie man eventuell diese einzelnen Subunternehmen oder Komponenten anordnet, wie störend die für den Fahrer, für die Sicht auf die Ampel, Sicht nach vorne, was das für Auswirkungen hat. Sobald erste 3D-Daten eines neuen Autotypen vorliegen, kann dieser in der 3D-Cave getestet werden. Dies passiert bis zu 3 Jahre, bevor ein Modell auf den Markt kommt. Werden bei der Entwicklung eines Fahrzeugs nur einzelne Bauteile benötigt, kommen 3D-Drucker zum Einsatz. Dies ist besonders sinnvoll, wenn es auch darum geht, wie sich ein Teil, zum Beispiel ein Türgriff, später einmal anfühlen soll. Schnell und unkompliziert werden so Formen getestet, für die zuvor viele Arbeitsstunden nötig gewesen wären. Die Drucker und die 3D-Cave kosten zusammen mehrere Millionen Euro. Trotzdem spart sich Ford mit dieser Art der Produktentwicklung eine Menge Zeit und Geld. Wenn Sie im Verhältnis dazu rechnen würden, was Sie an Mehrkosten hätten bei einer Produktion von Prototypen mit der Zeitverzögerung oder anders ausgedrückt, wenn jetzt im Vorfeld ein relativ großer Fehler frühzeitig entdeckt wird, den man ohne dieses Werkzeug nicht entdeckt hätte. Wenn man dann in die Produktionswerkzeuge schaut, wo wir schnell von 2-3 Millionen Euro von reden, dann hat sich das Geld sehr, sehr schnell wieder eingespielt. Doch nicht nur in der Entwicklung wird die 3D-Technologie angewandt. In der 3D-Cave werden Ford-Mitarbeiter geschult. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Entwicklung ist es möglich zu testen, wie und in welcher Reihenfolge ein neues Fahrzeug zusammengebaut werden muss. Ein nächster Schritt soll die Simulation von Fahrten sein. Dort könnten die Designer testen, wie sich verschiedene Lichtverhältnisse auf die Sicht auswirken.